So, nach einigen Minuten, vielleicht schon eine Stunde oder eineinhalb, haben wir jetzt schon eigentlich gefunden. Und hier nochmal noch eine Sensation, die ich so jetzt noch nicht gefilmt habe, aber schon ein paar Mal gesehen habe. Das ist der orangene Becherling. Der kann noch ein bisschen größer werden. Hast du einen Pfifferling gefunden? Nee, Becherlinge. Becherlinge? Ja. Oh, süß. Orangene. Die sind ja schön. Mhm. Ein paar Arten sind davon essbar, aber die lassen wir jetzt hier. Mal. Oder vielleicht, wir können mal einen mitnehmen. Oder zwei, zum mal gucken, welcher das ist. Oh, das lassen sie, oh, das ist nicht so gut zum Abmachen. Wie heißt das? Kirschroter Porling oder Röhrling? Täubling. Täubling. Mhm. Mal zulegen, bestimmt zu Hause. Also hier habe ich noch mal ein gutes Gefühl. Könnte man vielleicht noch ein, zwei Steinpilze sammeln. Könnte eine Hexe sein hier. Aber die ist auch schon hinüber. Oh ne, das ist. Die ist noch. Oh, das ist aber eine riesige Hexe, du. Oh, das ist aber ein Koloss an Hexe. Das ist mal eine Hexe. Brutal. Also, das ist echt ein Bordsteil. Die nehme ich mit. Also, brutal. Wahnsinn. Wahnsinn. Und hier ist, glaube ich, nochmal ein junger Steinpilz. Schauen wir mal. Jetzt rein lassen. Ah, hier. Die Farbreaktion ist sehr cool, von gelb zu blau, wenn man es durchschneidet. Ich kann es mal demonstrieren. Wunderbar. So. Schauen wir uns mal die restlichen an und mache ich hier meinen Cut.